So Leute, hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Video über V-Rising. Wir hatten ja schon ein paar Videos darüber gemacht und heute möchte ich noch auf ein paar Fragen eingehen, die im Laufe der Zeit hinzugekommen sind in der Kommentarsektion. Über eine Million Spieler haben sich hier V-Rising gegönnt mittlerweile. Mega krasser Erfolg, den man jetzt glaube ich nicht so erwartet hätte. Und zur Feier der ganzen Geschichte gibt es auch nochmal ein Gewinnspiel. Wir kommen nachher im Laufe des Videos drauf zu sprechen. Jetzt erstmal widmen wir uns kurz den Fragen. Wir hatten ja die Frage häufiger in den Kommentaren, wie bekommt man es hin, dass man hier vom Boden diese blauen Flächen wegmacht, beziehungsweise überhaupt den Boden wegmacht. Wenn man jetzt hier in seinem Schloss im Baumodus ist mit der Taste B, ihr wisst es ja mit Sicherheit alle schon, dann könnt ihr hier irgendwelche Dinge mit Linksklick anwählen und dann werdet ihr sehen, da gibt es jetzt hier Bewegen, Abbrechen. Das wollen wir jetzt nämlich auch gar nicht. Wenn ihr zuerst drauf geht, ohne groß was sonst zu machen, seht ihr hier mit der Leertaste, könnt ihr eine Demontage machen. Wenn wir die Leertaste gedrückt halten, kriegen wir 75% der Ressourcen zurück. Jetzt sowas können wir allerdings nicht wegmachen, wie wir sehen. Denn wenn ich jetzt hier dran klicke, da passiert überhaupt nichts. Ne? Ich muss also, ihr seht jetzt, das kann nicht geändert werden, bis es getrennt wird. Und das ist ganz oft das Problem bei V-Rising. Also man muss jetzt erst diese Wand trennen, dann kann man die Säule trennen. Hier muss man die Wand trennen, dann kann man die Säule trennen. So. Und jetzt erst, wenn nichts mehr dran klebt, irgendwo an der Fläche, dann könnt ihr auch diese blaue Fläche wieder wegmachen. Ja, erst dann. Aber wenn irgendwo noch was draufsteht, irgendwo was dran klebt, eine Mauer dran ist, ein Pfosten dran ist, eine Tür dran ist oder sowas in der Art, könnt ihr diese blauen Flächen nicht beseitigen. Als nächstes kam häufiger die Frage, woher man die speziellen Böden bekommt. Und der springende Punkt ist eigentlich der, dass man draußen in der Welt aktiv sein muss, Dörfer überfallen muss, kämpfen muss und looten muss. Da bekommt man nämlich dann diese Rezeptbücherlines her, die ihr mit Sicherheit auch schon teilweise gefunden habt. Und dann müsst ihr hier beim Forschungstisch schauen. Und wenn ihr halt Glück habt, dann ist jetzt hier zum Beispiel der Alchemie-Laborbodenbelag da oder hier der Schmiedebodenbelag, den man dann erforschen kann. Und bei den Böden ist es dann so, wenn der Boden passt und die Station auf dem speziellen Boden steht, dann genießt diese Crafting-Station gewisse Vorteile, zum Beispiel schneller in der Produktion oder weniger Ressourcenverbrauch. Solche Sachen gibt es dann da, die man als Vergünstigung erhält. Das heißt, fleißig draußen sein, fleißig looten und dann am Forschungstisch mit Papier natürlich dann das erforschen. Und dann hat man das auch im Baumenü hier, Werkstattbodenbelag, Schmiedebodenbelag und so weiter zur Verfügung. Die nächste Frage, die kam, ist, woher bekommt man eigentlich diesen Grabstaub? Und der ist bei der Mühle. Und wenn ihr hier genau guckt, dann braucht ihr 100 Knochen für einmal Grabstaub. Das heißt, ihr klatscht die 100 Knochen rein, dann kriegt ihr dann einen Grabstaub raus. Haltet da am besten die Augen offen, wo Friedhöfe sind. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht genau. Also ihr seht ja, das hatte ich ja schon mal erwähnt, wenn ihr über diese einzelnen Bereiche drüber geht. Hier zum Beispiel befallener Friedhof. Wichtige Beute ist zum Beispiel Grabstaub und Trauerlilie und Knochen. Das heißt, ihr könnt dort direkt auch Grabstaub bekommen an den Friedhöfen. Aber ihr bekommt beim Friedhof natürlich auch massenweise Knochen, weil dort immer Skelette unterwegs sind. Das bedeutet, wenn ihr nach diesen Komponenten sucht, guckt definitiv nach einem Friedhof, da ist der Place to be für das Ganze. Und da kommt nämlich auch gleich die nächste Frage, die kam, woher bekommt man denn Trauerlilie? Ne? Also hier auch beim Friedhof hingehen und dort Ausschau halten. Man kann natürlich auch das Zeug hier bei seinem Schloss anpflanzen, das kommt aber erst im Laufe der Zeit. Damit wären wir dann erstmal mit den Fragen, mit den größten Fragen durch. Wir kommen zum nächsten Abschnitt vom Video, nämlich zum Gewinnspiel. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich meinem Kanalmitglied Serjoscha danken. Vielen Dank erstmal für deinen monatelangen, ich glaube bald über ein Jahr Support hier auf dem Kanal. Und andererseits herzlichen Dank, denn er stellt hier zur Verfügung, dass ich nochmal ein Dracula Relics Pack verlosen kann. Und on top von mir hier gibt es jetzt noch, beziehungsweise über Stunlock auch, einen V-Rising Game Key zu gewinnen plus ein Dracula Relics Pack. Das bedeutet, es gibt insgesamt zwei Dracula Relics Packs zu gewinnen, aber der erste Preis ist quasi der V-Rising Key fürs komplette Spiel, für den Early Access jetzt, und
dazu noch das Dracula Relics Pack und der zweite Preis ist einmal ein Dracula Relics Pack. Ich werde alle, die sich bisher für den Newsletter auf relics.de/newsletter angemeldet haben, werde ich berücksichtigen für die nächste Verlosung. Die Verlosung findet wieder jetzt am nächsten Sonntag. Alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie es abläuft und wann genau. Ich werde euch die Uhrzeiten alles unten in der Videobeschreibung mit reinpacken. Wichtiges ist auf jeden Fall, abonniert gerne hier diesen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und meldet euch über relics.de/newsletter mit eurer E-Mail für den Newsletter an, über den ich ausschließlich Beta-Keys oder Keys für irgendwelche Sachen verlose, für Games und für nichts anderes. Ihr bekommt also keine Werbung von mir reingeschmettert von irgendwie. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Erfolg. Ich hoffe, das Glück ist euch hold. Und wie gesagt, wann es endet, wann es anfängt, bis wann ich den Key verschicke und so weiter, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Im Hintergrund habt ihr es jetzt schon gesehen, ich habe es ja schon eingeblendet, das ist der dritte Teil heute vom Video, was ich behandeln möchte. Ich möchte euch nämlich gerne diese interaktive V-Rising Map zeigen, denn die ist eine richtig super Sache. Wenn ihr zum ersten Mal diese Map besucht, den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, wird das Ding so aussehen. Und das ist ein bisschen viel. Deswegen Hide All anklicken, dann ist erstmal alles weg. Denn Show All zeigt euch alles, was auf den Maps hier oder insgesamt auf der Map hier zu finden ist. Und es ist wirklich super, super sinnvoll. Ihr könnt hier nämlich unterschiedliche einzelne Sachen anhaken oder abhaken. Wenn ihr euch zum Beispiel fragt, hey, ich habe noch gar kein Pferd, wie kriege ich denn ein Pferd? Dann könnt ihr hier Horse anklicken und dann wird euch direkt gezeigt, okay, hier sind überall die ganzen Pferde, ne? Hier kann ich die bekommen. Meistens ist das bei irgendwelchen Menschendörfern in der Nähe, an so einem Bauernhof oder so, da könnt ihr dann quasi einbrechen und dann hockt ihr euch auf das Pferd und reitet davon möglichst schnell, ne? Nicht, dass die euch dann hinten am Popes kleben und euch mit irgendwelchen Sachen abschießen. Das heißt, ihr könnt jetzt hier genau herausfinden, okay, wo ist denn hier das nächste Pferd in Griff? Nee, und dann könnt ihr dorthin und euch ein Pferd besorgen. Anderes wäre es zum Beispiel, wenn es darum geht, ihr sucht V-Blutbosse jetzt und sagt, ich möchte das nicht mit dem Blut tracken, mit dem Blutaltar, sondern ihr wollt es einfach hier komfortabel rausfinden, wo welcher ist. Dann könnt ihr hier einfach das anhaken und ihr seht hier überall, wo sind sie denn? Und ihr habt es auf einen Schlag sichtbar für euch. Gleiches gilt für verschiedene Kreaturen, Elitefeinde, wie ihr hier seht, den Bär, Elitefeinde, Steingolem, Treant. Da habe ich gerade auch noch einen töten müssen wegen unserer Burg, was ich euch gerade vorhin zeigen wollte. Da hat einmal hinter der Mauer die ganze Zeit gelauert, den habe ich gerade noch erlegt. Und ansonsten könnt ihr sogar Ressourcen anzeigen, wenn ihr jetzt Kupfererz benötigt, wenn ihr Eisenerz benötigt. Also hier ist wirklich alles geboten. Ihr könnt das nach allen Belieben filtern, das Ganze. Und wie gesagt, der Link unten in der Videobeschreibung ist keine bezahlte Werbung, sondern ich habe es halt jetzt auch mitbekommen und habe einfach gedacht, ich stelle euch das vor, ich finde das cool. Könnte für viele von euch, denke ich mal, eine nützliche Angelegenheit sein. Und was noch ganz toll ist, natürlich, ihr könnt sogar suchen. Ja, wenn wir jetzt einfach mal Eisenerz suchen, ich klebe jetzt mal Iron ein, dann ja, es zeigt euch direkt, na, hier Iron Ore. Und das ballt sich hier alles in dem Gebiet. Und es zeigt auch mehrere Sachen ein, an die hier zum Beispiel dafür notwendig sind, dass ihr überhaupt mit Eisen hantieren könnt, dann müsst ihr Quincy, den Banditenkönig, besiegen. Also sehr, sehr nützlich. Zu bedenken ist halt, ihr müsst in dem Suchfeld den englischen Begriff eingeben. Auf Deutsch gibt es diese Map leider nicht oder noch nicht. Und das ist noch zu beachten. Ansonsten könnt ihr hier auch Abilities quasi noch angucken und Quests und eine Boss-Checkliste habt ihr auch. Also sehr, sehr umfangreiches Tool hier. Checkt das mal ab in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ist der Link. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Hoffe, es war was Nützliches für euch dabei heute im Video über V-Rising. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Spiel und hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Video bald wieder. Macht's gut bis dahin und ciao.